Herzlich willkommen auf dem Kanal von speedcooking.com. Heute zeige ich dir, wie wir einen Restaurant-Flyer erstellen können. Heute, ganz einfach, möchte ich dir zeigen, wie wir ausgehend von einem chinesisch-japanischen Restaurant, was vor allem Sushi anbietet, für die einen schönen, gut designten Restaurant-Flyer designen können. Und so ein Flyer besteht normalerweise aus zwei Teilen, nämlich der Vorderseite und der Rückseite. Und genau so würde ich jetzt auch vorgehen. Das heißt, wir fangen jetzt hier direkt an. Ich habe hier schon ein paar Sachen mir vorher rausgesucht, von Fotolia runtergeladen. Zum einen hier verschiedene Bilder von Sushi, die ich verwenden werde. Dann ein Logo von unserem Bar, von unserem Restaurant, was wir verwenden wollen. Und schon mal so ein japanisches Muster, was wir als Hintergrund grob verwenden werden. Weil ich habe mir gedacht, naja, so ein Muster im Hintergrund macht das Ganze einfach noch so ein bisschen lebendiger. Wenn du jetzt nicht weißt, wie du so ein Muster erstellen kannst, guck einfach mal auf dem Kanal. Auch dazu gibt es bereits ein Tutorial. Ansonsten findet man im Internet auch super viele einfach kostenlose Muster, die überhaupt kein Problem sind. Wir fangen jetzt erstmal mit der Vorderseite an. Dafür gehst du auf Datei, Neu. Und ich würde mal so vorschlagen, A4. Achte darauf, dass hier Hochkant gewählt ist. Und Hintergrundinhalt kannst du halt wählen, wie du willst. Weil da werden wir sowieso mit dem Muster überlagern. Da klickst du auf Erstellen. Dann haben wir hier erstmal unsere Vorderseite. Können wir jetzt auch schon mal speichern. Steuerung S oder Datei speichern unter. Und dann nenne ich die einfach schon mal Cover und speichere die mir einfach auf den Desktop. Und als allererstes ziehe ich mir hier das Muster hinein. Rechteckige Auswahlwerkzeug. Steuerung C in die Zwischenablage. Gehe auf unser Cover. Steuerung V fügt das Muster ein. Und mit Steuerung T transformiere ich das jetzt erstmal ein bisschen kleiner, weil ich das doch ein bisschen sehr groß finde. So gefällt mir schon besser. Und über dieses Muster will ich jetzt ein weiteres Rechteck packen. Was mache ich dafür? Hier im rechteckigen Auswahlwerkzeug ziehe ich hier erstmal grob ein Rechteck auf, so von der Größe, wie ich es ungefähr haben möchte. Ist jetzt auch gar nicht wichtig, das hier grob anzupassen. Ich werde nämlich gleich einen Trick zeigen, wie das ganz einfach geht. Dann gehst du auf eine neue Ebene und füllst die Fläche mit Shift Space mit einer Volltonfarbe. Und hier kannst du auf Farbe klicken, kannst du die Farbe auswählen. Ich habe hier oben mir schon da mehrere, zwei, drei Farben überlegt, damit das so ein bisschen passt. Wir wollen das Japanische in so einem Goldton haben und das andere in so einem leicht bläulichen. Das ist dieser Farbton hier. Klicke auf OK, bestätige das Ganze und wir haben hier die Fläche gefüllt. Mit Steuerung D kannst du jetzt die Auswahl aufheben und siehst, wir haben jetzt hier so ein, ich sag mal, Kasten, der oberhalb von dem anderen, von unserem Hintergrund schwebt. Dieser Kasten ist jetzt aber halt hier in keinster Weise irgendwie mittig. Du siehst, wenn ich ihn hier umher schiebe, dann hilft mir Photoshop schon, den genau mittig anzupassen. So, als allererstes möchte ich dem hier noch einen Rahmen geben, damit das Ganze ein bisschen mehr auffällt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die einfachste ist aber einfach hier einen Doppelklick drauf zu machen und in die ebenen Stile dadurch zu kommen. Und dann kannst du nämlich hier unter Kontur in einen Rahmen wählen. Der ist jetzt natürlich viel zu groß. Das heißt, hier über die Größe kannst du genau steuern, wie groß der sein soll. Ich mache den eher klein, dass er elegant ist. Und über die Farbe. Und siehst, ich habe hier, da würde ich wieder die Goldton nehmen. Wähle ich die Farbe. Hier draufklicken. Okay. Und so gefällt mir jetzt schon mal sehr gut. Das wirkt doch ziemlich edel. Als nächstes ziehen wir unser Muster hinein, beziehungsweise unser Logo. So, ziehen wir das hier einfach rüber. So, dass das hier halbwegs groß passt. Mittig. Photoshop hilft mir wieder. Sieht gut aus. Und auch hier, jetzt öffne ich wieder die Ebenenstile. Dann gehe ich auf Farbüberlagerung und wähle aber hier wieder den Goldton, den ich mir vorher überlegt habe. So. Und das sieht doch schon mal sehr, sehr schick aus. Siehst du, jetzt sieht man hier teilweise noch so eine Kante. Das kommt daher, dass wir hier halt das Ganze als Maske haben. Da würde ich jetzt einfach hingehen und einen Pinsel nehmen. Mit B kommst du ins Pinselwerkzeug. Große Größe, harte Kante. So. Und dann mit einer schwarzen Vordergrundfarbe. Und natürlich Deckkraft von 100%. Hier einfach den Bereich ausdrum einfach einmal schwarz überzumalen. Das ist wirklich nur das Logo. Das einzige ist, was halt hier freigestellt zu sehen ist. So. Und das finde ich, wow,
Sieht doch schon mal echt sehr, sehr schick aus. Und als nächstes füge ich noch, will ich noch so einen kleinen Text hinzufügen. Mit T kommst du ins Textwerkzeug. Schreib dann hier Speisekarte. Stell das Ganze mit OK. Mit V kann man es jetzt hier richtig hinschieben. Ich finde aber die Schriftart jetzt nicht so wirklich passend. Das heißt, du kannst hier oben dann hingehen und einfach dir irgendeine Schriftart aussuchen, die dir gut dafür passt. Ich wähle jetzt einfach mal. Ich finde es ganz schön schwierig, hier jetzt gut Schrift zu finden, die halt sich auch ungefähr dazu passt. So, das sieht gut aus. Wirkt halt auch so ein bisschen ähnlich. Ja. Edel. Ich glaube, es sieht besser aus, wenn wir das alles in Buch. So. Mach noch einen Ticken kleiner. Und das jetzt wirklich so ein bisschen mit rumprobieren, damit es halt auch wirklich edel aussieht. Genau. Und darunter jetzt einfach nochmal so einen kleinen Slogan. Taste the difference. Hier in einer kleineren Schriftgröße. Und vielleicht so 18 passt, glaube ich, ganz gut. Und mit V im verschiedenen Werkzeug. Dieser sorgt wieder dafür, dass es halt mittig ist. Guckt mal, vielleicht einen Ticken größer sogar noch. Vielleicht nicht 18, sondern 24, genau. Und so gefällt mir das schon ziemlich gut. Und ja, damit sind wir jetzt mit unserem Cover schon mal fertig. Und machen uns jetzt natürlich einfach schwupps an die Wupp an die Innenseite, weil die fehlt natürlich auch noch von der Speisekarte. So, dafür erstellen wir jetzt allererst natürlich ein neues Dokument, Datei neu. Hier wieder im A4-Format, wäre jetzt unsinnig, das in einer anderen Größe zu erstellen. So, ziehen noch da erstmal als allererstes wieder unser Cover rein. Hier. So. Größtechnisch passt das auch. Dann können wir unser Muster schließen. Ja. Und ich fange jetzt einmal an, kurz, indem ich hier von oben einmal so ein einfach kleines Rechteck aufziehe auf einer neuen Ebene. Wir wollen hier wieder non-destruktiv arbeiten. Und die fülle mit einer Farbe, und zwar hier wieder mit unserem Corporate Design, also mit dem Goldton. Strg D mit V erstmal dafür sorge, dass es mittig ist. Und darauf ziehe ich jetzt unser Logo. So, dass man, wie als ob man hier auf jeder Seite oben das Logo hat. Sorgen dafür, dass es mittig ist, genau. Und auch hier wieder kurz einmal drüber gemalt, und damit diese Kante weg ist. So. Und ich glaube, ich schiebe das Logo minimal. Ich so minimal nach unten. Genau. So gefällt mir das schon mal ganz gut. Genau. Und als nächstes stellen wir jetzt halt hier wirklich unsere, ich sag mal, Menükachel. Dafür rufe ich das rechteckige Auswahlwerkzeug auf mit M und das stelle ich hier halt. So passt das, glaube ich, ungefähr. Eine rechteckige Kachel, die fülle ich jetzt auf einer neuen Ebene natürlich mit unserem Blauton, blau, lila, dem dunkleren Farbton einfach, okay, Strg D, und füge dem auch wieder hier einen Kontur hinzu, würde ich ein bisschen größer machen, so, aber jetzt kann ich die Ebene einfach mit Strg bzw. Command J duplizieren. Schieb die jetzt hier auf die andere Seite. So. Vielleicht ein bisschen enger zusammen die beiden. Dann markiere ich beide Ebenen, dass die mittig sind. Und dann dupliziere ich die beiden jeweils nochmal und mit V verschiebe ich die jetzt nach unten. Und jetzt nehme ich alle vier Ebenen und verschiebe die noch so ein Ticken nach oben. So, das gefällt mir eigentlich jetzt ganz gut und packe die schon mal in eine Gruppe und nenne die Fenster. Und jetzt kommen halt unsere vier Gerichte zum Tragen. Einmal das hier,
Da habe ich das jetzt schon zu speedteam.com freistellen lassen. Du siehst, dann kriegst du so einen schönen Pfad. Kannst den eben Klick auf Steuerung in eine Auswahl verwandeln und dann einfach mit V in die Datei rüberziehen, wo du es hinhaben möchtest. Ich packe das jetzt einfach mal grob dahin. So, jetzt haben wir hier alle drin. Ich positioniere die einfach mal so, dass die grob auf einer Höhe liegen. So. Doch hier. Na, Richtigen Ebene natürlich anwählen. So, eher ein bisschen höher, weil wir müssen ja auch noch die Informationen dazu reinschreiben. So. Und was ich jetzt noch machen werde, ist einmal hier auf der Ebene darunter hinzugehen. Und zwar mit einem Pinsel und einer weißen Vordergrundfarbe, aber halt einer sehr weichen Größe, einer eher großen Größe. So groß passt, glaube ich, ganz gut. Und einer weißen Vordergrundfarbe. Und vielleicht sollte er schon erstmal 10%. Und dann male ich jetzt hier einmal oben drüber. Da ist er zu stark. So, wie als ob da so ein kleiner Lichtkegel drauf fallen würde. Dann heben sich die einfach noch so ein bisschen besser ab. Ja, das gefällt mir jetzt doch wirklich ganz gut. Und als letztes, also man kann jetzt ja noch so schön Sachen Spiegelung einbauen, aber ich weiß nicht, ich glaube, das halte ich für jetzt nicht so sinnvoll, zumal auch dazu gibt es auf dem Kanal schon entsprechende Videovorschläge, da musst du einfach nur mal danach gucken. Und das letzte, was wir jetzt machen wollen, jetzt noch einmal jeweils Text beschreibungsmäßig dazu hinzuzufügen. Aber bevor wir das machen, der Übersichtlichkeit halber, gruppiere ich die und nehme die Essen in einer Gruppe. Und jetzt fangen wir mit dem Text an. Das mache ich jetzt einmal exemplarisch hier für das erste. Da schreibe ich jetzt beispielsweise Gericht 1, G1. Der Text ist gerade wahnsinnig klein. Das heißt, wir müssen das nochmal hier deutlich größer machen. 72 Pixel reicht immer noch nicht, sagen wir 100 Pixel, reicht immer auch noch nicht, 200 Pixel sieht gut aus und auf jeden Fall so ein schreibendes G1, damit wir in einer Schreibweise bleiben, nämlich bleibe ich hier auch bei der Bell-Schrift, dann verschiebe ich das hier mal rüber, G halt für Gericht 1, dann mache ich eine neue Textebene und nenne das einfach mal, ich habe mir hier so ein paar Gerichte rausgeschrieben, das wird wahrscheinlich jetzt nicht passen vom direkt, was es ist, ist aber auch egal, das reicht ja zu Vorführungszwecken. So, ein bisschen Abstand nach unten und dann auf jeden Fall ganz wichtig der Preis, 22,90 €. Und dann schreibe ich, kann man hier drunter beispielsweise in sehr kleinem Text halt noch so ein paar Infos schreiben, also verschiedene Fischsorten mit frischem Gemüse beispielsweise, dann den Text markieren und auf linksbündig setzen. So gefällt mir das jetzt schon ziemlich gut. Und das Schöne ist, wenn wir jetzt nämlich hier den Text einmal in eine Gruppe packen und nennen die Text 1. So, und jetzt dupliziere ich mir einfach die Ebene 4-mal und verschiebe den einmal nach hier, einmal nach hier. Und einmal nach da. Und kann jetzt halt einfach hingehen und die Texte anpassen. So, und du siehst, ganz einfach, ganz easy. Jetzt sind unsere 4 Gerichte auch schon fertig. Ich würde hier das hier noch einen Ticken nach unten schieben. Genau. Und jetzt bin ich sehr, sehr happy. Und jetzt könntest du dir vorstellen, ganz einfach nach dem Prinzip gehst du jetzt halt weiter und erstellst dann die nächsten Flyer genau in der gleichen Reihenfolge. Also die nächsten Seiten. Das hier wäre unser Cover
Und das wäre dann die erste Seite. Und das Ganze bleibt halt in so einem schönen, sehr schlichten Design. Gefällt mir wirklich gut. Und ja, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen bei deiner Flyer-Erstellung. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn dem so ist, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, over and out. Tschüss.